radio. Let's go. Yeah, yeah. 함께 즐겨요. Oh yeah. 우리 모두 다 함께. Let's have a good time together. La 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 la. KBS World Radio. So, nun wollen wir doch heute, wie angekündigt, die Kommentare zu unserem Event vorstellen. Genau. Aber wir bedanken uns zuerst ganz herzlich zu allen Teilnehmern. Wir haben uns riesig über die rege Teilnahme gefreut. Ja, genau. Also vielen Dank, vielen Dank. Also, die Frage lautete ja, was bedeutet der K-Pop für mich? Immer wenn ich mich etwas schlapp fühle, höre ich K-Pop. Ja, bei mir ist es auch so. Also K-Pop macht mich, bringt mich richtig in Schwung. Oh ja, genau. Also, kommen wir dann zu den Kommentaren. Also, My Remedy schrieb, K-Pop war für mich früher einfach nur eine Musikrichtung. In den letzten Jahren habe ich aber immer wieder in der Musik bestimmter Musiker einen Rückzugsort gefunden. Die Musik von Künstlern wie 80s oder BTS haben mir in den letzten Jahren durch viele schwere Zeiten geholfen. Oh ja. Und This is Ariel schrieb, K-Pop ist für mich ein Rückzugsort, wenn ich mal meinem Alltag entfliehen will, wenn mir was zu viel wird oder ich einfach Ruhe brauche. In solchen Momenten ist K-Pop der Ort, an dem ich dann sein will, schrieb sie. Oh ja, also wenn ich einen langen Tag verbracht habe, dann lasse ich zu Hause auch K-Pop spielen. Dann kann ich mich vom Alltagsstress erholen. Genau. Ja, weiter geht es mit Julia. Sie schrieb, K-Pop ist für mich meine Komfortzone. Eine Verbindung zwischen mir und neuen Freunden, welche ich mit K-Pop kennengelernt habe. Eine Musikrichtung, welche sich über diverse Sounds ausstreckt. Einfach immer wieder was Neues zu entdecken, ohne aus seiner Komfortzone zu kommen. Aha. Und nächstes, Ayato X Tsutsuya schrieb, K-Pop ist eine Art von Musikrichtung, die ich gerne höre, denn unter K-Pop gibt es sehr viele unterschiedliche Musikgruppen mit anderen Genre-Schwerpunkten. K-Pop ist für mich vielfältig, eine Unterhaltungsart, Kultur, sehr künstlerisch, sportlich, diszipliniert und einfach lustig. Genau, da bin ich aber gleicher Meinung. Wenn man den K-Pop-Stars zuhört bzw. zusieht, dann kann man einfach nur staunen. Da steckt wohl viel Übung und natürlich Talent dahinter. Dann weiter geht's mit G-Light. K-Pop ist alles für mich, mein Rückzugsort, wenn es mir mal schlecht geht oder ich gestresst bin. Mein Gut-Launemacher, mein Hobby und mehr. Mit K-Pop fühle ich mich nie alleine, denn die Community ist riesig. Durch K-Pop habe ich große Leidenschaften gefunden sowie neue Freunde. Sehr gut, finde ich. Und Bieber schrieb, K-Pop ist für mich eine Verknüpfung vieler verschiedener Länder, Menschen und einer besonderen Musik. Eine Musik, die mich aus einem dunklen Loch geholt und mich in vielen Momenten getröstet hat, die mich in dieser grauen Zeit wieder lächeln und träumen lässt. Genau. Dann schrieb Chiara, K-Pop bedeutet für mich, verschiedene Arten von Musik zu genießen und zu verstehen. Und ein Herzchen hat sie noch hinzugefügt. Oh, sehr hübsch, finde ich. Und Moundy Jimmy oder Nickname Kati schrieb, K-Pop bedeutet für mich Ablenkung vom Alltag. Genau, und K-Pop ist für mich ein Garant für gute Laune. In den meisten Fällen hat DG9VH geschrieben. Also, wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen Teilnehmern und wollen auch ein kleines Geschenk schicken. Ja, daher bitten wir an german@kbs.co.kr oder twitter.com/germankbs per DM die Postadresse zu hinterlassen. Ja, das ist ganz wichtig. Also die Adresse nicht vergessen. Ganz wichtig. Also, das war's dann. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.